willkommen zum neuen Video. Ich mache hier den Brüder-Trip. Geht's ab nach La Meze, ihr werdet sehen. Bari angekommen. Wir haben uns nämlich ein Auto ausgeliehen und sind jetzt von La Mezia nach Bari gefahren und sind jetzt gleich in der Nähe von Bari und kommen jetzt dann gleich an. Wir sind jetzt in der Nähe von Bari, ja, in der Unterkunft. Wir fahren jetzt nach Bari und da brennt es da hinten oder was machen die da? Aber ja, jetzt gehen wir Pizza essen und ich werde euch einfach ein bisschen mitnehmen jetzt über den ganzen Trip und viel Spaß. So, neuer Tag. Wir sind jetzt in Bari, da am Strand. Und da geht es jetzt, kann man einfach rüber gehen, weil da das Wasser nicht so tief ist. Und da gehen wir jetzt rüber, ein bisschen baden im Meer. Und ja, geile Aussicht. Zwar nicht das beste Wetter heute, aber es ist schon angenehm warm. So, jetzt gibt es Reisflocken aus dem Shaker, weil ich keine Tupperbox dabei habe. Naja, ist nicht optimal, aber geht auf jeden Fall klar. Ich habe hier meine Reisflocken dabei, mein Proteinpulver. Genau, das lassen wir uns jetzt schmecken beim Champions League Finale. Heute ist Sonntag, der letzte ganze Tag. Jetzt sind wir mal noch zu so einem Strand gefahren. Da unten ist noch ein Strand. Da gehen wir jetzt aber so einen Berg hoch und dann zeige ich euch gleich mal die Aussicht. Also hier sieht es auf jeden Fall schon mal richtig schön aus. Jetzt sind wir eigentlich oben. Vielleicht hat man da hinten noch eine bessere Aussicht. Aber das sieht schon echt geil aus. Von hier die Häuser auch, wie die direkt an der Klippe hier gebaut sind. Hier das offene Meer. Was sieht man denn da hinten für den Berg? Ist es wieder der eine, die Insel da hinten, oder? So, jetzt waren wir noch in der Stadt, Eis essen und essen. Das ist unsere Unterkunft gewesen, die letzte jetzt. Wir waren in drei verschiedene Unterkünfte auf dem Trip. Das ist eigentlich so Airbnb-mäßig, einfach Schlafzimmer und Badezimmer. Und da haben wir unsere eigene Dachterrasse. Ja, auf jeden Fall super. Die anderen Unterkünfte, die waren auch richtig schön. Und ja, morgen geht's dann schon wieder nach Hause.